Hallo Leute, heute melde ich mich mal mit einem Video, aber sehr unschönes Video. Ich habe einen Anruf bekommen, dass hier in der Garage mein Auto verkratzt wurde. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen einfach die Worte, wie eine Person, wie ein Mensch anderer Leute Eigentum einfach so zerstören kann, beschädigen kann. Ich habe jetzt hinten auf dem Kofferraumdeckel ein Hakenkreuz eingeritzt und vorne auf der Haube habe ich ein Hakenkreuz eingeritzt. Ich werde das noch abfilmen und zeigen. Es hat außerdem noch ein Mercedes und ein BMW und ein Alfa Romeo auch noch getroffen. Die wurden auch verkratzt und mit Hakenkreuze versehen. Also ich weiß echt nicht, was für Menschen das sind, die anderen Leute Eigentum einfach so verkratzen, beschädigen. Ich weiß nicht, ob man sich damit besser fühlt. Ich kann nur sagen, ich fühle mich ganz bescheiden, ganz schlecht und kann mir gar nicht vorstellen, wie man auf so eine Idee kommen kann, eben anderen Leute Eigentum zu beschädigen. Das ist einfach nur eine Straftat. Leider, auch wenn ich das zur Anzeige bringe, wird wahrscheinlich nichts bei rauskommen. Ich werde auf dem Schaden sitzen bleiben. Ich kann mir natürlich jetzt überlegen, dass über die Vollkaskoversicherung abzuwickeln, aber im Endeffekt bleibe ich immer auf irgendwelchen Kosten sitzen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, dass euch sowas nicht passiert. Macht's gut, ciao!